Braunschweig Impuls trifft Emily Knappheide. Hi Emily. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich gewöhne mich gerade an dieses Gefährt, ja. Wahrscheinlich ungewöhnlich, in so einer Rikscha zu sitzen. Es ist sehr entspannt, muss ich sagen. Emily, ja. Erzähl mal ein bisschen von dir. Kommst du aus Braunschweig? Wenn nicht, wo bist du geboren? Wie alt bist du? Was machst du so? Ja, also ich wurde in Braunschweig geboren. Dann sind meine Eltern irgendwann nach England gegangen und dann bin ich irgendwie wieder zurück nach Braunschweig gekommen. Und jetzt, wo ich so Macht über mein Leben habe, studiere ich Psychologie an der TU im vierten Semester. Und ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 20 Jahre alt. Das habe ich nicht verstanden. Ich bin 20 Jahre alt. 20 Jahre alt, okay, ja. Alles klar. Und schon im vierten Semester? Ja. Wow. Macht das Studium Spaß? Ja, es ist ein sehr so also verbunden mit Menschen ein Job. So man, ich habe so eine Hoffnung, dass ich dann so was Sinnvolles später machen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen stressig und alles ein bisschen theoretisch. Aber dafür habe ich ja jetzt auch sehr viel Praxis mit Menschen. Von gestressten Menschen, die von der Klimakrise betroffen sind und irgendwie die ganze Zeit ausbrennen und Burnouts haben. Also ich kann sozusagen mein Studium auch aktivistisch nutzen, was sehr lustig ist. Wo hast du Kontakt mit diesen Menschen, die du gerade beschrieben hast? Ja, also ich bin auch seit anderthalb Jahren bei Fridays for Future aktiv. Okay. Ja. Und genau, also dass das halt so Themen sind, die so einen auch stark belasten können oder auch weil... Jetzt wird es einmal ruckelig, genau. Oder weil halt auch beim Engagement, das ist normales, also nicht normal, aber es kann schneller passieren, dass Leute sich überarbeiten, weil man kann immer mehr machen. Genau, und da ist es so, es ist super wichtig, dass es Menschen gibt, die nicht immer nur auf Leistung, Leistung, Leistung sind, sondern auch mit so sagen, stopp, jetzt mach eine Pause und schläfst du richtig, wie geht's dir, was passiert bei dir? Das kann auch jeder Mensch machen, aber ich kann das halt zusätzlich noch mit Psychologie-Sachen anreichern. Okay, interessant. Ja. Also auf Fridays for Future kommen wir natürlich gleich nochmal zu sprechen. Mhm. Aber ich habe vor kurzem gelesen, dass es das Phänomen gibt, dass Aktivistinnen und Aktivisten auch einen Burnout erleben. Und zwar genau in diesem Kontext. Total. Weil sie anscheinend das Gefühl haben, dass dieser Berg an To-Dos so groß ist und die Wirkung subjektiv manchmal so gering, dass es eben zu einem Burnout führt. Das wäre doch auch eine interessante Schnittstelle mit deinem Studium. Total. Es ist schon so fast, dass wir so Generationen haben. Und ich habe wirklich viel daran gearbeitet, dass es nicht so Generationen gibt, wo die ältere Generation an Fridays for Future Aktivisten ausbrennen und dann die nächsten kommen und dann so die alle so verbraucht werden. Aber ja, das ist total ein Ding. Aber es ist auch schön, weil dann lernt man halt, wie man damit umgeht. Und wenn man dann lernt, wirklich gut damit umzugehen, kann man auch, also Stress im Studium ist jetzt für mich jetzt kein großes Problem mehr, so, weil ich mich damit ganz viel befassen musste, so zu wissen, wo meine Grenzen sind und solche Dinge. Also wenn man das einmal durch hat, sag ich mal, und so viel arbeitet und so wenig zurückbekommt und dann irgendwann sagt, nee, ist es in Ordnung, einfach nur so das zu machen, wofür ich verantwortlich bin und das ist in Ordnung und ich brauche nicht mich verantwortlich fühlen für was der Rest der Welt macht. So. Okay, verstehe. Also nicht, dann ist das nicht mehr so stellvertretend belastend. Verantwortung übernehmen, sondern erstmal bei sich bleiben. Genau, genau. Damit es sich nicht so riesig anfühlt. Genau, das hilft mir auf jeden Fall. Links neben dir liegt der Braunschweig Impuls Report. Okay. In den hast du ja sicherlich reingeschaut. Ja. Gab es etwas, was für dich besonders hervorgestochen ist? Oder so ein Aha-Erlebnis? Also, es gab was zu den Agrarböden, dass das irgendwie in Braunschweig sehr gut ist. Das wusste ich nicht. Und da habe ich an die Wochenmärkte gedacht, die es ja hier überall gibt. Dann auch von der Bevölkerung her, dass halt natürlich ein Großteil halt älter ist und die jüngere Bevölkerung weniger. Und dann denkt man natürlich aus Fridays for Future Perspektive,
ja, wir sind natürlich wieder unterrepräsentiert, sowieso in der Politik, aber halt auch insgesamt. Ja, wir werden älter, oder? Ich habe auch gelesen, Geburtenrate liegt, glaube ich, bei 9 oder 9,5 und die Sterberate bei 11,5 oder so. Ja, ja. Es gab ja auch eine Abteilung zu Klimaschutz. Für? Zu, also Umwelt und Klima, glaube ich. Und da war etwas mit dem Autoverkehr, mit den, glaube ich, 69% der Braunschweiger haben ein Auto. Ja. Und das lässt sich auch bestätigen. Also es war jetzt kein Aha-Effekt, sondern ein Mhm-Effekt. Und weil ich natürlich auch jetzt in den letzten Jahren natürlich auch in Braunschweiger Klimapolitik aktiv war und da zum Beispiel solche Dinge gesehen habe, wie das in allen anderen Sektoren irgendwie also 30% oder so CO2-Reduktion gab, aber halt nicht im Verkehrssektor, da nur so 2%. Und das ist halt so ein bisschen, ja, kann man dann, glaube ich, einfach damit begründen, dass es hier auch sehr viel so noch Autokultur ist und VW und keine Ahnung. Aber wir haben auch ÖPNV und so, und also Bus und Bahn. Also ja, das ist auch schön. Jetzt hast du ja schon zu Beginn Fridays for Future gesagt. Mhm. Kannst du erklären, wie deine Rolle bei Fridays for Future in Braunschweig aussieht, was dich bewegt und wie du überhaupt zu dieser Bewegung gekommen bist? Das sind drei verschiedene Themen. Ja, aber wo wollen wir anfangen? Fangen wir vielleicht mal erstmal damit an, wie bist du dazu gekommen, dort eine aktive Rolle einzunehmen? Wie bin ich dazu? Es ist ja alles zusammengeführt, ja. Wenn ich darüber rede, wie ich überhaupt aktiv geworden bin, war bevor ich überhaupt etwas vom Klimawandel wirklich wusste oder das irgendwie damit konfrontiert wurde, war ich in Korea. Ich hole ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob das Mach okay ruhig. Ist. Ja, und da gab es halt, also ich habe auf so einem Biohof gearbeitet mit so einer Schule. Ja. Und da gab es halt einen Gärtner, der da halt auch als Aktivist für die, also das Demokratiesystem in Korea aktiv war. Und dann, als ich da war, habe ich halt in den Nachrichten über Deutschland gehört, wie da die Europawahl irgendwie mit den Grünen irgendwie größer war. Und dann war ich so, was, das kommt sogar in Korea an, so, das muss doch irgendwie wichtig sein. Und dann habe ich recherchiert, habe mir Fridays for Future angeschaut, habe mir Rezo angeschaut, habe mir wissenschaftliche Studien angeschaut und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Okay. Und dann irgendwann war es dann aber so, dass ich so gedacht habe, okay, obwohl es so schön ist hier in Korea, musst du was unternehmen? Ja, muss ich zurückgehen und ich kann hier nicht bleiben und ich muss zurückgehen und es war auch ein bisschen traurig, weil es war auch so ein bisschen, ich kann nie wieder zurück. Und es war wirklich wichtig für mich, weil dieser Gärtner auch super so supportive war. Er hat so gesagt, so gib niemals auf, so, auch wenn die dich festnehmen und so. Keine Ahnung, das war so ein bisschen sehr bestärkend. Und ich mache es mich natürlich traurig, weil ich ihn nie wiedersehen werde. Aber das nehme ich mir auf jeden Fall immer mit. Und ja, als ich dann halt wieder zurück war, hier in Braunschweig, wo ich geboren wurde, ganz langweilig, da bin ich auch einfach direkt ins Orga-Team gegangen und von Fridays for Future und habe dann direkt so Daily-Jobs übernommen und habe auch nicht aufgehört damit. Genau, dann beschreib doch nochmal, also was machst du jetzt bei Fridays for Future? Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben und was ich mache, ist so Kommunikationsarbeit, sodass ich eigentlich von allem so ein bisschen eine Ahnung habe. Also natürlich Demos organisieren, jetzt in Corona-Aktionen, die irgendwie symbolisch sind, oder Fahrraddemos organisieren, weil man die noch mit Abstand machen kann. Ja. Dann Forderungen schreiben und Politiker anschreiben und mit OB-Kandidaten reden und dann hoffen, dass das irgendwas bringt und sie nicht einfach schon wieder Wahlkampf machen, was sie sowieso machen. Tatsächlich auch zum Beispiel habe ich auch mal mit Carsten Müller über die erneuerbare Energienovelle geredet. Also je länger man dabei ist, desto mehr Fachwissen kommt einem so zugeflogen oder man muss sich halt damit beschäftigen und
Ja. Okay, und wie muss ich mir das vorstellen? Also wie viele seid ihr? Seid ihr dann, wird das dann demokratisch abgestimmt? Ja, und ja. Was für Forderungen, kannst du mal so konkrete Beispiele für Braunschweig nennen? So Ziele oder Forderungen, die ihr habt, die ihr erreichen wollt? Ja, erstmal ist Fridays for Future sehr basisdemokratisch aufgebaut. Das heißt, also alle wichtigen Entscheidungen werden halt immer im Plenum abgestimmt. Ja. Und das trifft sich jede Woche. Genau, also basisdemokratisch wird im Plenum abgestimmt. Ja. Da müssen wir jetzt nochmal ansetzen. Ja, und dann die Arbeit ist dann halt in Arbeitskreisen. Davon haben wir 5. Die sind auch alle in der Woche. Das heißt, wenn man es drauf ankommen lässt, könnte man jeden Tag in der Woche bei uns mitarbeiten. Aber das, wie viele seid ihr? Ich glaube, wir müssten so um die 20 sein, aber ich habe da nicht so einen konkreten Überblick, weil halt in den Arbeitskreisen halt auch Leute sind, wo ich nicht so viel Kontakt habe, aber es sind glaube ich so 20. Okay, und wie groß ist die Bewegung in Braunschweig? Ja, das ist da die Frage, was man zur Bewegung dazu zählt. Also die größte Demo, die wir hatten, die war mit 8000 Leuten am 20.09. Okay. Das ist doch schon mal eine gute Zahl. Ja, also das meinte ich eigentlich. Wir haben auf jeden Fall mindestens 8000 Befürworter. Wie bitte? Wir haben also mindestens 8000 Befürworter in. Ja, vielleicht sogar noch mehr. Und die nicht dabei sind, die kann man also natürlich schwer zählen. Aber es werden sicherlich mehr sein als die tatsächlich immer bei der Demo mit dabei sind. Ja. Und jetzt nochmal zurück zu den Forderungen und Zielen. Was formuliert ihr denn? Also kannst du so 1, 2 konkrete Beispiele nennen? Für Braunschweig, das wäre ganz toll. Naja, auf jeden Fall fordern wir, wie auch die Bundesebene, Klimaneutralität bis 2035. Und in Braunschweig sehen wir die Möglichkeit, dass Braunschweig das irgendwie ein bisschen früher hinkriegt. Wann denn? Bis 2030, weil es gibt so ein europaweites Förderprogramm für klimaneutrale Städte bis 2050 und bis 2030, sorry. Und wir haben versucht, die Stadtverwaltung dazu motivieren, sich dazu bewerben und irgendwie das zu fordern. Genau, und dann natürlich nicht nur das nicht nur so als, ja, wir haben das Ziel, dass wir das irgendwann mal machen, sondern halt auch die konkreten Maßnahmen dazu. Also zum Beispiel, dass man dann halt auch Geld und Personal darin reinsteckt. Das habe ich, weil wir gerade Gegenwind haben, nicht verstanden. Ach so. Also was für Maßnahmen? Das Letzte, was du gesagt hast? Also ich habe gesagt, dass man auch so Geld und Personal da reinstecken muss, um so ehrgeizige Ziele umzusetzen. Und die haben zum Beispiel auch ein Klimaschutzkonzept mit uns erarbeitet. Und die Umsetzung davon braucht halt schon irgendwie 20 bis 30 neue Stellen. Aber die Stadtverwaltung hat irgendwie 2500, also theoretisch müsste es ja machbar sein, wenn sie es denn wollen. Ja, aber was soll denn konkret umgesetzt werden? Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Was soll ein konkretes umgesetzt Beispiel? Werden? Zum Beispiel, also im Verkehr sollen zum Beispiel der Umweltverbund, also das heißt Bus, Bahn, Fahrradfahren, Fußgänger, mindestens so 80% einnehmen. Also es geht ein bisschen um die Umplanung und Umstrukturierung des Stadtverkehrs, richtig? Also ja, also es gibt natürlich verschiedene Bereiche. Also es gibt Ernährung, es gibt Verkehr, es gibt Gebäude. Also bei Gebäude zum Beispiel ist dann halt wichtig, dass der Energieverbrauch gesenkt wird und dass die Wärmeversorgung auch mit klimaneutralen oder klimafreundlichen Sachen ausgestattet wird. Und es sind halt sehr, 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 sehr viele Maßnahmen. Ja, deswegen will ich ja, also ich würde mich freuen, wenn wir so 1, 2 konkrete rauspicken. Ja, das mit dem Verkehr habe ich verstanden. Also es soll einfach mehr Platz eingeräumt werden für Verkehrsteilnehmende und nicht unbedingt, also jetzt die alternativ unterwegs sind und nicht mit dem Auto. Genau. Ist das richtig? Ja, also das ist sozusagen nach dem Prinzip so, dass man so die Alternativen zuerst macht und dann kann man auch den Autoverkehr reduzieren. Okay. Das könnte ja auch bedeuten, also ich will jetzt keine Worte in den Mund legen, dass ihr euch Gedanken über so einen Querschnitt einer Straße Gedanken macht, also wie viel Platz soll
soll so einen Fahrradweg einnehmen und für die öffentlichen Verkehrsmittel und Fußwege und Abstellplätze für Fahrräder, ja. Oder ist das eher keine konkrete Forderung gewesen? Also wenn man das ernst meint mit Klimaneutralität, dann müssen die Autos sowieso alle irgendwann weg, weil von dem Energieverbrauch, den so Autos für eine Person verbraucht, ist es auch einfach viel zu hoch, Also man muss ja zusätzlich auch noch seinen Energieverbrauch reduzieren für die Energiewende. Ja. Und E-Autos machen auch nur Sinn, wenn der Strom halt dann auch schon erneuerbar ist und nicht aus Kohle. Und das ist auch noch ein Riesending. Und ja, was wir jetzt Fridays for Future fordern, ist auch eine autofreie Innenstadt. Aber wir verstehen auch, dass es auf jeden Fall so Schritte braucht und irgendwie, das ist auch so ein Thema, was immer direkt so auf, also das ist dann gar nicht mehr rational, das ist dann nur noch so, ja, aber unser Auto, das können wir doch nicht. Und dann so, ja, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt Klimaneutralität, dann ist das auch mit einbegriffen. So. Also ihr fordert eine autofreie Innenstadt für Braunschweig? Ja. Okay. Gibt es weitere so konkrete Forderungen, die man aufziehen kann? Ja, zum Beispiel, also was die Stadt auf jeden Fall machen kann, ist auf ihren Dächern, also öffentlichen Dächern, PV-Anlagen zu bauen. Mhm. Es gibt auch schon irgendwelche schon Städte oder so, die mehr erneuerbaren Energien verbrauchen, zum Beispiel Wunsiedeln. Das kennt niemand, aber es ist ziemlich cool, dass sie halt mehr erneuerbaren Energien produzieren, als sie selbst verbrauchen. Und ja. auch die Stadt Braunschweig hat ein unglaubliches Potenzial, so auf ihren Dächern Sachen zu bauen. Auch wenn die privaten Dächer natürlich da jetzt nichts von der Politik gemacht werden kann, aber da kann sie halt Angebote schaffen und so einen Fördertopf und solche Dinge. Das macht sie auch schon ganz fleißig, sage ich mal. Genau, das ist natürlich auch eine Forderung, 100% erneuerbare Energien. Dann gibt es noch so ein paar Dinge, wo es mir ein bisschen schwer fällt, das einfach zu erklären. Also zum Beispiel beim Bauen gibt es zum Beispiel auch so Standards, die, wenn irgendwelche neuen Sachen gebaut werden, dass man die da auf jeden Fall einbaut, dass die, wenn man neue Häuser baut, dass man sagt, hey, das muss irgendwie so gebaut werden, dass man später eine PV-Anlage obendrauf bauen kann. Verstehe. Oder okay. Irgendwie, also dass man Vorgaben also nachhaltiges Bauen auch? Genau. Okay, verstehe. Ja. Das Thema Nachhaltigkeit, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, ja. Sind die für dich auch vor deinem Engagement bei Fridays for Future ein Begriff gewesen oder hast du angefangen, erst dich danach damit zu beschäftigen? Also ich glaube, so dass den Namen davon habe ich jetzt nicht so gekannt vorher, aber die Themen davon schon. Also das sind ja alles sehr humanitäre Ziele, sage ich mal so. Ja. Und sind das jetzt Ziele, die ihr zum Beispiel, nachdem dann doch klar wurde, dass die UN solche Ziele schon ausformuliert hat, weil die Schnittmengen dürften ja sehr, sehr groß sein mit euren Themen. Ja, total. Sind das jetzt Dinge, die ihr auch bewusst dann aufgreift und verknüpft mit euren Forderungen? Also der Klimawandel hat ja einfach Auswirkungen auf so viele verschiedene Systeme, auch einfach bei Menschen, also auf den Hunger, auf die Gesundheit, die Gesundheitsversorgung, die sanitären Einrichtungen. Klimaschutz ist ja nur ein einziger Punkt von diesen Nachhaltigkeitszielen, aber alle anderen Punkte haben halt damit zu tun, auch irgendwie genau. So internationale Sicherheit und Flüchtlingen und Fremdenhass und das ist alles irgendwie miteinander verknüpft, sodass wir greifen die natürlich auf, indem wir darüber reden, was das für konkrete Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, weil ich glaube, viele Leute haben das so, ach ja, Erwärmung, ach 1,5 Grad Ziel und wissen einfach, also spüren einfach nicht das Ausmaß daran, so was das dann bedeutet, was dann irgendwie was irgendwie 400 Millionen Flüchtlinge bedeuten. So. Und das ist irgendwie so einfach auch, also
humanitär gesehen schon krass, wie das, also ja, es ist auch einfach, auch erfordert schon Mut, sich das überhaupt anzugucken und irgendwie wahrzunehmen. Und ich glaube, viele können das auch einfach nicht. Das ist auch irgendwie verständlich, aber es ist auch traurig. Okay. Ja. Habt ihr ein Ziel mit Fridays for Future hier in Braunschweig, was ihr euch vorgenommen habt? Jetzt erstmal, ich sag mal, für 2021, 2022? Also unabhängig von den Forderungen, ich meine jetzt so vielleicht dahin gedacht, wie groß ihr werden wollt oder in der Umsetzung, in der Strukturierung oder tatsächlich, ja, vielleicht auch, was ihr in Braunschweig in den nächsten 2 Jahren erstmal erreichen wollt, bevor es die ganz großen Ziele sind. Ja, also es gibt so eine Reihe an Projekten, die wichtig sind. Also ein Ziel ist natürlich erstmal durch Corona kommen, ne? Ja. Dann das Klimaschutzkonzept, an dem wir beteiligt wurden. Irgendwie auch, also dass wir irgendwie, dass das möglichst ehrgeizig durchkommt, also dass wir die Politik da unter Druck setzen können. Dann natürlich gibt es noch die Kommunalwahl, das ist noch ein großes Ereignis. Okay. Aber da wir überparteilich sind, ist das eher so ein, hier, das sind wichtige Klimaentscheidungen, beachtet das. Genau. Also ich hatte jetzt persönlich schon so das Ziel, den Wunsch, auch wieder so große Demos machen zu können, so mit Tausenden von Leuten. Das ist so, wenn, sobald das möglich ist. Wie tauscht ihr euch denn im Moment aus? Ja, alles online, wie jeder andere. Also, okay. Es ist, haben einen Discord-Server und ja, hören uns dann alle und sehen uns nur zu irgendwelchen Aktionen oder so. Verstehe. Ja. Emily, wenn du einen Wunsch frei hättest, also sagen wir mal, du hast irgendwie Zauberkräfte und die könntest du einsetzen. Wie würdest du die denn einsetzen? Was für einen Wunsch würdest du erzaubern? Ich würde mir wünschen, dass so, dass Menschen sich nicht so allein fühlen und irgendwie es ihnen leichter fällt, so sich mit anderen zu verbinden und irgendwie dass sie halt den Mut haben, dann auch für sich so einzustehen, also okay, für sich und dann, wenn man das halt auf die gesamte Welt übertragt, also wenn ich das sozusagen so magisch machen könnte, das so, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein, okay, ich wünsche mir jetzt einfach, dass alle Autos weg sind und ich wünsche mir alle, dass alle Erdgas- und Erdölsachen einfach sich in Luft auflösen. Das sind natürlich auch tolle Wünsche so, aber es gibt halt, also das ist ja nicht das, also wir könnten das ja schon lösen, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass irgendwas uns auffällt, das nicht zu machen. Und wenn du diese Zauberkräfte nochmal, also das war jetzt ein großer Wunsch, den du geäußert hast. Ja, und wenn große du diese Wünsche. Was ja auch voll in Ordnung ist. Ich meine, wenn man zaubern kann, sollte man natürlich auch erstmal ganz groß zaubern. Und wenn du es aber nochmal auf Nachhaltigkeit und Braunschweig beziehen würdest. Ah, nur in Braunschweig, okay. Genau. Also konkret hier. Was würdest du dir hier erzaubern? Jetzt musste ich jetzt so aus von meinem Realismus weg. Es darf auch ruhig idealistisch sein. Warum denn nicht? Ich würde zaubern, dass auf allen Parkplätzen irgendwelche Sachen rauswachsen. Und ich würde zaubern, dass es irgendwelche, also dass die Stadt essbar wird und es ganz viele verschiedene Früchte an den Bäumen gibt. Und dass die Stadt essbar wird, hast du gesagt? Das ja, jetzt, cool. Also ich träume jetzt gerade ein bisschen, okay? Ja, ist doch in Ordnung. Ich meine, wenn man zaubern kann, eine essbare Stadt. Ja. Und ich würde einfach ich würde ein einfacheres erneuerbaren Energiengesetz zaubern, damit das leichter fällt für die Menschen, aber das ist wahrscheinlich nicht so magisch.
Das sind schon ganz viele Wünsche. Ja, ich hab viele Wünsche. Sie überfördern mich auch manchmal, aber ja. Also, wir sind schon bei der letzten Frage. Okay. Und zwar gibt es doch bestimmt auch etwas in deinem Leben, von dem du weißt, das ist jetzt nicht besonders nachhaltig, aber trotzdem ein Teil von dir. Was ist das denn, worauf du vielleicht selbst nicht so gut verzichten kannst und was nicht so nachhaltig ist? Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Kinder haben werde, aber theoretisch, was gibt's noch? Also ich esse auch noch Käse. Okay. Ja, bei der Ernährung ist es, glaube ich, immer schwer, auf alles zu verzichten. Ja, aber es gibt auch sehr viele leckere Dinge. Das stimmt. Und ich bin halt dadurch auch mit irgendwelchen, also dadurch, bei Fridays Future gibt es halt ganz viele vegane Ökos, die sich rumtummeln und dann kann man auch schnell lernen. Also, ja. Okay. Genau. Dann danke dir für diese ehrlichen und spannenden Antworten. Ja. Und danke auch für deine Zeit. Ja, danke für die Fahrt.